Hallo YouTube und alle, die es werden wollen, ich grüße euch. Heute aus Nizza, Frankreich. Wir haben heute hier unser Revanche-Spiel gegen Frankreich. Im Dezember, ihr erinnert euch, gab es ja ein Spiel, da waren, war Frankreich bei uns in Deutschland im HCC. Und heute sind wir in Nizza und wir spielen hier mal den Court. Der Court hier ist aus Parkett, also so eine Art Parkettboden. Auf jeden Fall ein Hartplatz und kein Teppich, wie wir es im HCC haben. Die Spieler sind die gleichen. Es wird ein Match geben zwischen Vanessa und Christiane und ein Match geben gegen Jean-Philippe und Robert, also mir selber. Die Matches werden so aufgebaut werden, dass wir mehrere Sätze spielen. Es wird bis 10 gespielt im Champions Tiebreak und es müssen 2 Sätze gewonnen werden. Damit man tatsächlich endgültig gewonnen hat, sollte man nur einen Satz gewonnen haben, wird es automatisch einen dritten Satz geben. Und das wird dann ein Super Champions Tiebreak werden. Bis 12. Ja, es ist auch noch ein gemischtes Doppel angedacht heute, aber wie weit wir von der Zeit her kommen, das wissen wir noch nicht. Das schauen wir dann einfach mal. Okay, wie immer, habt Spaß, habt Fun und drückt uns die Daumen. Also, bis später. Sag doch mal. Yeah.
your side? You prefer the 50 or the pace? Pace. Pace. Oh. You choose? Thank you.
Franchement, il faut faire attention, je pense.
Sure, ready? Yes. Wait.
Ready? Yes. Yeah. Well.
Ready? Yes. Play.
Il y a des bouches à droite, à gauche. Hier, je schenke dir was.
Das war also unser Turnier hier in Nizza. Ja, ich hoffe, euch hat es wieder gefallen, wie immer. Und wir werden sehen, wo das nächste Turnier stattfindet. Vielleicht sehen wir uns dann wieder in Dublin Anfang April nächsten Jahres. Oder vielleicht schon mal vorher noch mal bei einem kleinen Turnier innerhalb Deutschlands gegen die Deutschen. Wir schauen einfach mal und dann werden wir gucken, wie es weitergeht. Ja, also, bleibt mir gewogen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und über ein kleines Like würde ich mich natürlich auch freuen. Haut rein, Kids, Boys and Girls und Men and Women. Also, ciao.